bin hier, ich bin hier. Und ich stehe auf einem Bein. Und sie klopfen an die Tür. Doch sie können mir nicht ein. Denn ich hab sie kommen sehen. Und sie vom Fenster aus angespuckt. Und die Tür wird fest versperrt. Und den Schlüssel geschluckt. Ich bin hier. Ich habe das ganze Land durchsucht, ich habe jeden Stein umgedreht, ich war überall, wir haben geforscht und geforstet und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, in Österreich gibt es keine Diskriminierung. In Österreich wird jeder Mensch absolut gleich behandelt. Jeder Mensch hat die absolut gleichen Chancen. Egal, ob es jetzt ein schwuler Neger ist, oder eine terroristische Hausfrau oder ein dementer, inkontinenter Moslem. Jeder Mensch wird gleich behandelt. Ja gut, ich kann ja nicht zu dir sagen, du bist die Sängerlegende. Er ist ja schon quasi, du spürst glaube ich nimmer, gell? Oh ja. Wirklich, wo spürst du noch? Tennis. Also. Ja, ja. Vichigogal. Vichigogal, genau. Fußball. Fußball, genau. Ich sing schon auch noch. Ja, Gott sei Dank. Apropos. Wo? Ah, jetzt zur Zeit nirgends. Das ist nicht da zu Hause in der Dusche. Zu Hause in der Bahn. Ja, ja, ja. Nein. Aber, ich bin gerade dabei, eine CD zu machen, genau. Die Mitte Februar dann erscheinen wird. Genau. Du kommst aus dem Burgenland, du sprichst fließend Kroatisch. Das heißt, du bist auch ein Vertreter einer Kultur in einer Kultur. Was sind denn da deine Erfahrungen? Wie war das für dich? Nur der Wahrheit halber, ich spreche nicht so fließend Kroatisch, wie ich es mir gerne wünschen würde. Und das tut mir leid, wo ich Haar am Schädel habe, wie man bei uns so schön sagt. Ich bin. Das war jetzt auch. Ich bin aber sehr stolz, burgenländische Kroatin zu sein. Und ich denke nur, wenn man das Telefonbuch aufschlägt, vor allem hier im Osten Österreichs, sieht man, dass Österreich immer schon ein sehr toller und sehr guter Schmelztiegel verschiedener Völker gewesen sein muss. Sonst würden einfach solche Namen wie Pinsulic oder Kuzmic oder Noc oder egal wie, der Wobracil, Woboda, keine typisch österreichischen Namen sein. Ich finde, dass die Pflege des eigenen Kulturguts, die Traditionen zu pflegen, ein sehr wertvoller Bestandteil der eigenen Identität ist und keineswegs einen Widerspruch zur Integration darstellt. Ich finde nur, dass diese Vielfalt und dieses Bunte an Völkerreichtum, an Kulturreichtum in Österreich, in jedem Land, das ist Frankreich nicht anders, das ist Italien nicht anders, Spanien, in jedem Land eine große, große Chance bedeutet. Und zwar die Chance, sich aus, erstens einmal, Interesse gehört dazu, aber die anderen Kulturen kennenzulernen und dann die Möglichkeit zu haben, mir das Beste von überall rauszusuchen und nicht das Schlechteste. Und das sollte für uns alle gelten. Und ja, beim Essen, ich esse sehr gerne, also allein beim Essen kann man schon mal anfangen, bei der Musik, bei den Trachten, bei wurscht was. Und ich möchte mich einfach nur sehr, sehr bedanken, dass es in Österreich viele verschiedene Völkerkulturen gibt und ich möchte auch mehr kennenlernen noch davon. Ich glaube, ich weiß immer noch zu wenig. Dankeschön. Danke, Eva. Michel, du sagst in deinem TV-Spot, ich bin eine Frau. Hast du dir das gut überlegt? Ich höre, es gibt schon Gerüchte, dass du die Galionsfigur der nächsten Love Parade sein sollst, und zwar paneuropäisch. Hast du, wir wissen das ja gerade aus deinem Sport, ist es ja mit der Chancengleichheit nicht so wahnsinnig her. Bis jetzt, klär mich auf, habe ich von noch keinem schwulen Fußballer gehört, aber es wird sich schon auch geben. Möchtest du uns etwas mitteilen? Also mutig war ich ja immer schon, als Tormann muss man ja etwas mutiger sein wie normale Menschen. Deswegen war das für mich überhaupt kein Problem. Und die Kampagne hat mir sehr gut gefallen, weil sie sehr provokant ist. Und ich glaube, dieses Thema sollte niemanden kalt lassen und deswegen sollte man auch auf diese Weise darauf hinweisen.
ich glaube, dass der Sport gerade ein gutes Beispiel ist, weil gerade im Sport bekommt doch fast jeder eine faire Chance, ob der jetzt dunkel ist, ob der schwul ist oder sonst irgendwas. Gerade im Fußball, wie ich es erlebt habe, muss ich ehrlich sagen, hat jeder seine faire Chance bekommen. Und ich glaube, da kann man sehr viel lernen aus dem Sport. Wie auch in jedem Bereich sollte man sich den Sport ein bisschen zu Herzen nehmen, ein bisschen nachdenken und nachfragen. Dort geht es wirklich meistens fair zu. Du bist Vater, und zwar begeisterter Vater. Du bist aber auch einer, der sich um den Nachwuchs sportlicherweise kümmert. Wie bringst du denn deinen Kids, den Kids, mit denen du arbeitest, die Idee der Chancengleichheit, der Nichtdiskriminierung bei? Ja, erstens muss ich sagen, ich arbeite schon sehr, sehr lange mit Kindern. Nicht nur mit meinen eigenen jetzt, aber ich habe schon vor 11 Jahren begonnen mit meinen Jugendcamps und ich habe dort auch Mädchen aufgenommen. Und es freut mich immer wieder mit, egal wer dorthin kommt, sie haben so viel Spaß dabei und das ist die Begeisterung, die ich teilweise, Gott sei Dank, doch ein bisschen vermitteln kann und man kriegt so viel zurück. Also da haben wir im Sportbereich überhaupt kein Problem. Berührungsängste gibt es einfach nicht, gerade unter den Kindern schon gar nicht. Also auch die Kinder sind ein Riesenvorbild für alle. Danke Michael, danke für deine Arbeit, danke für deine Mittäterschaft. Auch dir alles Gute, dich sehen wir später noch auf der Bühne. Eva-Maria Mauer und Michael Konzel, meine Damen und Herren.